Softwarearchitektur als Mittel der Zusammenarbeit. Wer von Ihnen hat denn den Eindruck, dass die Art und Weise, wie Sie Ihre Systeme aufsetzen, vielleicht so ein bisschen kaputt ist manchmal? Das ist zumindest etwas, was wir manchmal hören und zu hören kriegen und weswegen wir auch reingerufen werden. Und deswegen sollten wir uns darüber unterhalten. Genau deswegen sollten wir uns darüber unterhalten. Warum sollten wir uns jetzt darüber unterhalten? Warum jetzt gerade ich? Weil ich mit diesem Thema Architektur jetzt schon eine ganze Zeit lang unterwegs bin. Von Automobilherstellern über Automobilzulieferer, über Universitäten zum Toolhersteller und jetzt eben mehr aus der Beratungssicht. Aber kommen wir mal kommen wir sofort zum Kern, was wir oft sehen. Also, da gibt es zum Beispiel Menschen, die im Projekt arbeiten, Projektentwickler, und die erstellen jetzt informelle Diagramme, von denen der Systemarchitekt nichts weiß. Die erstellen diese Diagramme da, wo die eigentliche Entscheidung, wo die eigentliche Designentscheidung getroffen wird. Das sind dann ganz oft Nicht-Architekten, die diese Diagramme erstellen. Das ist ja auch soweit eigentlich ganz in Ordnung. Die erstellen diese Diagramme aber dann halt leider oftmals auch ohne klare Syntax und so richtig im Prozess eingebettet ist es eigentlich auch nicht. Und daraus kommt dann ganz oftmals halt eine dysfunktionale Architekturarbeit. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, was macht es mit einem Projekt, was macht es auch mit dem Unternehmen? Ein zweites Muster, was man ganz oft sieht, ist, das haben wir gestern Nachmittag auch schon mal gehört, der Fall, oh ja, ich muss eigentlich in den Code schauen, um über die Architektur zu sprechen. Ja gut, das kann man schon sagen, aber dann heißt es auf der anderen Seite, ich habe kein Architekturdiagramm. Weder so eins, wie uns jetzt gerade der Rainer Koschke gezeigt hat, ein durchaus aus der Software generiertes, aber dennoch auch ein bestimmbares, noch ein vernünftig a priori modelliertes. Und das heißt, letztendlich ist dann die Architektur eine emergente Eigenschaft der Software. Wenn jetzt die Architektur eine emergente Eigenschaft der Software ist, dann stimmt es durchaus, weil, wie der berühmte Informatiker Paul Watzlawick schon sagte, man kann nicht Architekturarbeit machen. Okay, der kam jetzt nicht für jeden. Das heißt, Architektur habe ich ja immer, egal ob ich sie bewusst modelliere, bewusst aufmale oder eben auch nicht. Und auf der anderen Seite, auch schon live in Projekten gesehen, gibt es dann den oder die Systemarchitekten, Architektin. Und das gibt es auch oft, dieses Muster. Der Systemarchitekt entwirft Diagramme, die niemand benutzt. Der entwirft jetzt nicht Diagramme, weil er oder sie schon weiß, dass das sinnlos ist. Ich meine, nennen wir sie mal, keine Ahnung, wie nennen wir den Architekten? Archie. Archie entwirft also Diagramme. Nach bestem Wissen und Gewissen, nach besten Architekturmethoden, tolle UML-Diagramme, ganze Tapeten, viele Sichten, ist wirklich toll. Das Projekt, wo wir neulich unterwegs waren, beratungshalber, da war das eine Vollzeitstelle, also wirklich eine Vollzeitrolle. Ein Architekt, der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, der Archie, als Architekturdiagramme gemalt. Für den Prozess und fürs Repository und ja, weil das Reifegradmodell sagt auch, du musst Architektur modellieren, aber so richtig benutzt hat die Diagramme eigentlich keiner. Kommt auch bekannt vor? Ja, ich sehe so leichtes Nicken. Das ist sehr schade, weil wenn wir jetzt mal schauen, wo kommt das her? Es gibt ja die funktionalen Anforderungen, das sind die, über die wir uns ganz oft mit unseren Kunden unterhalten. Das sind auch die, die immer im Kern der Entwicklung stehen. Das ist das, was das System nachher können muss. Wie das System sich nachher funktional verhalten muss. Jetzt gibt es darüber hinaus, das wissen wir auch, gibt es die sogenannten nicht funktionalen Anforderungen. Das ist dann Performance-Kriterien, das ist, welche APIs muss das Ding nach außen irgendwie benutzen, wie viel Speicher darf das Ding fressen, mit wie vielen anderen Programmen muss es sich auf dem gleichen Rechenkern auch noch vertragen, so nicht funktionale Anforderungen. Jetzt kommt die ganz große Tragik,
was meinen Sie, wo die Hauptzahl der architekturrelevanten Anforderungen angesiedelt ist? Genau da, bei den nicht funktionalen Anforderungen. Das heißt, ich kann nicht einfach darauf vertrauen, dass meine Architektur aus den funktionalen Anforderungen rausfällt. Das geschieht nicht. Ich kann nicht aus den Kundenanforderungen allein sagen, ah, logisch, da kann ja auch nur die Architektur rauskommen. Das funktioniert nicht. Ich muss mir Gedanken machen. Das heißt, ich habe ganz viele Designentscheidungen zu treffen, wo mir die Kundenanforderungen allein nicht ausreichen, wo ich diese nicht funktionalen Anforderungen brauche, in irgendeiner aufgeschriebenen Form. Und das heißt, natürlich muss der oder die Systemarchitektin muss mit dem Rest des Teams zusammenarbeiten und muss nicht einfach in luftleeren Raum jetzt irgendwelche Diagramme malen, sondern sich daran entlanghangeln. Was mache ich hier eigentlich und wozu mache ich das Ganze? Da kommt aber dann ein Punkt oft rein. Und da möchte ich nochmal auf den Punkt, was ich gerade hatte, zurückgehen. Ja, ich muss ja Architektur machen, weil mein Reifegradmodell mir das vorschreibt. ASPICE Level 2 sagt, du musst Architekturarbeit machen. Du kannst nicht einfach hier wild Software schreiben, wie du willst. Du musst da über die Architektur Gedanken machen. Das hören wir ganz oft. Warum machen Sie Architektur? Ja, weil ASPICE Level 2 sagt, ich muss Architekturdiagramme malen und zwar genau diese Diagramme. Das ist Quatsch. ASPICE zum Beispiel, also Automotive Spice, Sie können aber, nehmen Sie stattdessen CMMI, was auch immer Sie gerade lustig sind, da steht nirgendwo drin, du musst genau dieses Diagramm nehmen und das genau so malen. Da steht immer nur drin, eine vernünftige Architektur a priori aufgeschrieben haben und abgestimmt haben, und zwar mit den Artefakten, die für die weitere Entwicklung sinnvoll sind. So in ähnlicher Form steht es immer in diesen Normen drin oder in diesen Prozess-Reifegradmodellen. Da steht nicht drin, ah, du musst genau diese Sicht machen. Das machen wir dann in Organisationen natürlich draus. Das ist schon klar, auch in bestem Wissen und Gewissen, weil wenn man halt mehrfach festgestellt hat, ah, oder wahrscheinlich hat man es nicht mal festgestellt, sondern oftmals wurde entschieden, ah, das interpretieren wir so, wir werden immer diese und jene Sichten brauchen. Wir werden immer ein Package-Diagramm malen, wir müssen immer ein Klassendiagramm malen, wir müssen immer ein was auch immer Diagramm in UML, SysML malen. Das heißt nicht, dass in dem Produkt, in dem Projekt, wo Sie jetzt gerade zugange sind, dass da diese Sichten unbedingt die sinnvollsten sind. Und deswegen Vorsicht. Ja, die Normen sagen, du musst dir Gedanken über die Architektur machen. Die Normen sagen dir eher selten so präzise wie genau. Und die sagen nicht, bitte mach eine Architektur, nur damit der Norm Genüge getan ist, sondern die sagen schon, mach eine Architektur, die euch was hilft. Weil, was ist, wenn ich jetzt trotzdem einfach das stur durchmache, mit den beschriebenen Fehlstellungen, dass ich also Architekten habe, die Diagramme malen, die keinen interessiert, und auf der anderen Seite Entwickler habe, die auch Diagramme malen, die eigentlich von denen der Architekt nichts weiß und die sie halt gerade machen, weil sie es brauchen. Meine Damen und Herren, das ist gefährlich. Da geht es aber nicht um Schuld. Es geht mir nicht um Schuld. Es geht mir in dem Fall nie um Schuld. Es geht um die Effektivität, nicht die Effizienz. Es geht mir um die Effektivität und das Endergebnis von Unternehmen. Weil, was ist denn, wenn ich jetzt die beschriebenen Verhaltensweisen mache? Naja, ich verschwende Lebens- und Arbeitszeit des Architekten. Wenn der einfach Sachen macht, die keine Sau interessieren, verschwende ich dessen Lebens- und Arbeitszeit. Den muss ich trotzdem bezahlen und der Mensch lebt auch noch einmal. Ich verschwende die Lebens- und Arbeitszeit des Entwicklers oder der Entwickler, die ja eigentlich die Designentscheidungen treffen sollten auf Basis der Diagramme, die sie vielleicht schon hätten. Und die sollten nicht nochmal eigentlich dieselbe Arbeit machen müssen, für die man ja so die Funktion des Architekten hätte. Außer man hat die Funktion des Architekten tatsächlich sozialisiert und jeder ist ein Stück Architekt. Aber auch dann muss man sich irgendwie abstimmen, wer macht jetzt wann was. Das dritte Risiko dabei finde ich fast noch kritischer, weil was ich zwangsläufig bekomme, wenn ich die Architekturartefakte, die der Architekt baut, dann entsprechend ablege, dann
werden die mit der Realität nicht mehr übereinstimmen. Das wird auseinanderlaufen. Dann kann ich natürlich und sollte ich auch entsprechend mit Tools draufwerfen. Hier Axivion Bauhaus sehen wir draußen, CQSE Teamscale, andere Möglichkeit. Da kann ich mit Tools draufwerfen, sollte ich auch machen. Trotzdem wird mir immer die gemalte Architektur von der realen Architektur viel stärker auseinanderlaufen, wenn die noch nicht mal groß voneinander wissen. Und das größte Risiko ist aber, wenn ich keine bewusste Architekturarbeit mache, dann fehlen mir vielleicht Sichten auf mein System, die mir eigentlich eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Nachhaltig heißt halt dann, ich kann das Ganze vielleicht auch in 3 Jahren wieder anfassen und erweitern und weiß, wo ich hingreifen muss. Und das ist jetzt ja nicht nur was, wo man sagt, das ist aber schön, wenn das Entwicklerteam das hat, das freuen sich alle. Nein, wenn ich keine nachhaltige Entwicklung habe, wenn ich das in 3 Jahren zum Erweitern nochmal vollständig aufschnüren muss und eigentlich neu entwickeln muss, das ist ein Geschäftsrisiko. Das heißt, wenn ich keine vernünftige Architekturarbeit habe, wo die Leute tatsächlich das machen, was sie eigentlich zusammenhängen sollten, produziere ich ein Geschäftsrisiko. Und das ist uns oftmals, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass es jetzt eben nicht nur Diagramme sind, die ich halt irgendwo hinpinsel und ablege, sondern ich produziere oder verhindere Geschäftswert. Wertschöpfung, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Und um das noch ein bisschen auszuführen, greife ich einen Begriff auf, den wir heute Vormittag schon gehört haben, oder Begriffe, die wir heute Vormittag schon gehört haben, und bringe die in das BAPO-Modell. Das BAPO-Modell, BAPO steht einfach für Business, Architecture, Process und Organization. 3 dieser Begriffe haben wir vor dem Mittagessen schon gehört. Da haben wir schon was von Struktur oder von Architektur, von Prozess und von Organisation gehört. Es gibt eben noch den Begriff des Business. So, und jetzt kann ich mir überlegen, warum brauche ich denn überhaupt Architekturen? Warum mache ich denn überhaupt System- und Softwarearchitekturen? Wenn wir jetzt mal schauen, wie es laufen sollte. Wir schauen erst, wie sollte es laufen und dann, wie läuft es oftmals tatsächlich. Ich sollte doch eigentlich hergehen und sagen, was ist mein Geschäftsmodell der Software? Das kann ja sein, ich verkaufe Elektronikbüchsen mit der Software drauf nach Stückzahl. Ist ein Geschäftsmodell. Ich kann Software-Geschäftsmodelle haben, wo ich sage, du kaufst die Software und darfst sie so oft replizieren, wie du willst und zahlst pro Jahr, pro irgendwas. Sind ja Geschäftsmodelle. Diese Geschäftsmodelle bedingen bestimmte Architektureigenschaften, wie ich es zergliedern muss. Zum Beispiel, was läuft auf dem Embedded-System, was läuft auf einem Server-System irgendwo. Das ist jetzt nicht voll deterministisch, dass aus einem bestimmten Geschäftsmodell immer eine bestimmte Architektur folgt, aber es sind Architektureigenschaften, die durch das Geschäftsmodell bestimmt werden. Aus der Architektur heraus fällt dann, wie könnte oder sollte mein Prozess aussehen, mit dem ich das Ganze entwickle. Und erst aus diesem Prozess heraus kann ich dann schauen, wie ist sinnvollerweise meine Organisation aufgestellt? Wie ist die zergliedert? Wie machen wir es faktisch tatsächlich in unseren hierarchischen Organisationen oft? Wir haben halt die Organisation gegeben. Jetzt sagt Conway's Law aber, dass Organisationen dazu verdammt sind, Systeme zu erschaffen, die so ähnlich strukturiert sind wie die Organisationen, die sie erzeugen. Das heißt, wenn ich bestimmte Abteilungen oder Teamuntergliederungen habe, dann werde ich sehr wahrscheinlich genau diese Teamstruktur nachher auch in der Softwarearchitektur wiederfinden. Das kann jetzt hilfreich sein, ist es aber oftmals nicht. Und da kommt es nämlich dann oft das Problem her, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein System, das wollten wir jetzt so eigentlich gar nicht haben und irgendwie passt es auch nicht zu dem, wie wir eigentlich damit Geld verdienen wollen, aber jetzt haben wir es halt schon so. Und deswegen ist jetzt Architekturarbeit etwas, was man tatsächlich tun muss. Und zwar bewusst tun muss. Jetzt kommt der Werbeblock an der Stelle. Warum erzähle ich das Ganze? Ja, weil wir ja da durchaus auch damit beschäftigt sind. Die Martina hat es gerade schon gesagt, wir beschäftigen uns eben mit funktionaler Sicherheit, wir beschäftigen uns mit agilen und lean Entwicklungsmethoden, mit Organisationsmethoden, aber auch eben mit System- und Softwarearchitekturen.
Und warum tun wir das? Naja, weil wir Teil einer Firma sind, die sich eben seit vielen, vielen Jahren mit automobiler Software beschäftigt. Also unser Betriebssystem fährt auf ungefähr 100 Millionen Fahrzeugen weltweit. Das ist also, wir haben ein bisschen was mit automobiler Software zu tun. Aber jetzt nehmen wir noch eine andere Sichtweise auf die Softwarearchitektur, und zwar von der Produktqualität. Jetzt schauen wir mal in die ISO 25010, da gibt es bestimmt Menschen im Raum, die können die quasi auswendig. Macht nichts, ich kann sie nicht auswendig, aber es gibt ein paar ganz interessante Punkte in dieser ISO 25010. Und die sind architekturrelevant. Mir fallen 10 dabei auf und jetzt schauen wir mal, was wir alles zusammenkriegen. Was ist denn Produktqualität wichtig? Was beeinflusst denn Produktqualität? Sicherheit, also Informationssicherheit, könnte aber auch funktionale Sicherheit sein. Im deutschen Begriff Sicherheit können wir einfach beides nehmen. Verfügbarkeit. Verfügbarkeit, Architektureigenschaft, ja, doch, hat so eine gewisse Relevanz. Reife. Wie reif ist denn mein System? Wie kann ich das designen und kann ich das in unterschiedlichen Reifegraden vielleicht noch kapseln? Oh ja, das klingt nach Architektureigenschaft. Gehen wir zum 4. Fehlertoleranz. Wer macht hier irgendwas mit funktionaler Sicherheit? Da schon mal was zu tun gehabt hier so? Ja? Dann werden Sie wahrscheinlich auch mal was davon gehört haben, von einer Sicherheitsarchitektur und sich da ganz viel Gedanken machen müssen, wie zergliedere ich denn mein System, dass es nachher tatsächlich die Sicherheit, die funktionelle Sicherheit auch haben kann, die Fehlertoleranz haben kann. Architektureigenschaft. Wer hätte es gedacht? Wiederherstellung ist so ein Punkt. Zeitverhalten, natürlich ist Zeitverhalten durch einen Algorithmus bestimmt, aber eben auch ganz stark, wie ist mein System zergliedert, also eine Architektureigenschaft. Wir gehen weiter, wir sind deutlich in der zweiten Hälfte der Liste. Ressourcennutzung haben wir auch schon gestern und vorgestern haben wir einiges zur Ressourcennutzung gehört. Das sind Sachen, da muss ich mir Gedanken machen, wie schaut meine Architektur aus, um die Ressourcen entsprechend zu nutzen. Da kann ich einfach hergehen und sagen, pff, mein Gott, wir haben 4 Cores, komm, lass krachen. Das muss ich mir Gedanken machen. Wiederverwendung haben wir gerade schon gehabt. Wiederverwendung oder Wiederverwendbarkeit passiert auch nicht einfach so. Muss ich mir auch Gedanken machen. Analysefähigkeit. Da war gestern Vormittag, erinnere ich mich noch, ein schöner Vortrag zur Analysefähigkeit von Software und wie ich das gut hinkriege. Ja, auch das passiert nicht einfach so. Weil sonst kommt halt jeder mit seinen eigenen Analysewegen für die Embedded-Software daher und dann habe ich hinterher einen ganzen Zoo an Diagnostik, was ich eigentlich auch nicht haben will. Muss ich mir also auch vorher Gedanken machen. Und zuletzt genannt, aber nicht am wenigsten wichtig, die Testbarkeit. Das haben wir heute Vormittag schon gehört, wo es um die 10 Schritte für ISO 26262 Compliant Software ging. Auch da war ja immer wieder Testbarkeit ein Ding. Das entsteht auch nicht einfach so, weil wir ja alle wollen, dass es testbar ist. Nein, da muss man sich irgendwann mal Gedanken machen, wie mache ich denn die Testbarkeit auf Architekturebene? Und um jetzt den Schritt wieder zurückzunehmen, jetzt habe ich vorher gesagt, in der Automotive Spice steht das so ja gar nicht unbedingt immer drin. Da stehen manche Sachen, die architekturrelevant sind, natürlich schon drin. Zum Beispiel, wenn es um Nachverfolgbarkeit und Konsistenz geht. Da steht zum Beispiel drin, natürlich Anforderungen müssen nachverfolgbar sein. Da steht drin, die Designs müssen konsistent zueinander sein. Das schreiben die so lapidar dahin. Konsistente Designs ist relativ ein hartes Kriterium. Dass man sagt, das eine passt zu dem anderen. Weil wenn man dann mal reinschaut, auch in Architekturdiagramme, dann sieht man in der einen Sicht, da sind die Schnittstellen so designt und wenn man jetzt aber nur gemalt hat und nicht modelliert, dann ist in der anderen Sicht eine vollkommen konträre Aussage dazu und in der Software findet sich nochmal was Drittes. Das heißt, dieses mit den konsistenten Designs, was wir haben müssen, schon allein als Qualitätsmerkmal, wenn wir irgendwelchen Prozessreifegradmodellen entsprechen wollen, dann müssen wir uns da Gedanken machen dazu. Und wie machen wir das? Naja, indem wir Architekturgrundsätze befolgen.
Architekturgrundsätze sind jetzt auch nichts Neues. Das Schöne am Thema Architektur ist ja immer, man kann immer tolle Bilder zeigen, weil alles um uns herum ist ja Architektur. Und Architekturgrundsätze kann ich am besten auch an einem Gegenbeispiel aufzeigen. Wenn wir uns jetzt das Bild auf der rechten Seite mal anschauen, das ist eine Architektur. Das ist eine reale Architektur, wie sie auf einer ECU, wie wir die mal vorgefunden haben. Das ist ein, habe auch nicht ich erfunden das Bild, sondern hat ein Kollege mal aufgemalt. Und links daneben sehen Sie einige Architekturgrundsätze. Modularität wäre eine tolle Sache. Also richtig modular sieht das jetzt nicht mehr aus. Das sind zwar viele Module, aber ich kann jetzt da nicht wirklich eins rausnehmen und sagen, ich packe ein anderes rein, weil dann fällt mir das ganze Kartenhaus zusammen. Modularität, so Dinge, die wir im Studium schon gelernt haben. Die meisten, die irgendwie Software im Studium gehört haben, die haben mal was von loser Kopplung und starker Kohäsion gehört. Das war damals furchtbar trockenes Thema. Tut mir leid, das ist immer noch hochrelevant. Wenn wir das nicht täglich schauen, was heißt denn das für uns, dann haben wir oder bekommen wir ein Problem. Kapselung und Informationsausblendung, auch so ein Architekturgrundsatz, auch oft vergessen. Man sagt, ja, hier offene Schnittstellen, ich muss möglichst breite Schnittstellen haben. Ja, nee. Also Kapselung ist ein sehr grundsätzliches Objektorientierungsparadigma und war damals schon alt, hat ja auch nicht die Objektorientierung erfunden. Ist aber immer noch Trennung der Bereiche, Eigenverantwortlichkeit. Oh, Eigenverantwortlichkeit. Das ist ein Architekturgrundsatz schon. Eigenverantwortlichkeit, ein Architekturgrundsatz. Da geht es ja in Organisationsbildung rein, da geht es ja darum, wie arbeiten eigentlich Menschen und jetzt steht das auch noch in den Architekturgrundsätzen drin. Meine Güte. Offen-geschlossen-Prinzip, klar. Abhängigkeiten, Vermeidung von zirkulären Abhängigkeiten, das klingt immer so einfach, aber wenn man mal reinschaut, wer ruft denn wen, wann, wie, wo auf, dann findet man doch bisweilen so und jetzt sind wir wieder am Anfang und dann hat nicht der Pilot eine Schleife gedreht, aber dann habe ich zumindest eine zirkuläre Abhängigkeit drin. Muss ich aufpassen. Und ich muss abstrahieren. Ich kann nicht sagen, oh, ich unterhalte mich immer mit allen meinen Modulen auf der Bit-Ebene. Ich muss abstrahieren, aber nicht zu weit. Weil wenn ich zu weit abstrahiert habe, fehlt mir die Information da, wo ich sie brauche. Und dann kommen wir drauf, jetzt habe ich Architekturgrundsätze, ich habe vielleicht dann eine gezeichnete, besser eine modellierte Architektur und dann muss ich regelmäßig überprüfen, ob Architektur und Implementierung übereinstimmen. Ich hatte es jetzt vorher gerade genannt, das kann ich mit Reviews machen, ist aber eine relativ dämliche Idee, das allein mit Reviews zu versuchen, weil das zum Scheitern verurteilt, weil dann mache ich das einmal, sage, och, war anstrengend, mache ich nie wieder. Da sollte ich schon mit Tools rangehen. Ich sage es nochmal, draußen stehen die Kollegen von Axivion und zeigen Ihnen gerne das Bauhaus. Es gibt sogar aus deutschen Landen gibt's mehrere Architekturprüfwerkzeuge. Da fällt mir eben noch ein von CQSE, das Teamscale. Es gibt noch derer mehrere, aber wir haben sogar quasi im eigenen Land hier Firmen, die sich mit diesen Themen, mit Tools beschäftigen. Bitte nutzen Sie sowas. Ich kann das nicht manuell reviewen. Ich kann es schon manuell reviewen, einmal und dann halt vielleicht auch nicht mehr. Das Schöne ist aber, wenn ich mir bewusst mache, warum mache ich hier Architekturarbeit und warum prüfe ich, ob Architektur und Implementierung übereinstimmen. Und da komme ich leichter, wenn ich mir überlege, wozu ist Architektur? Ich erstelle Softwarearchitekturen doch bitte für Menschen, nicht für Prozesse. Ich modelliere doch Softwarearchitekturen, um meinen Kollegen ein Gerüst an die Hand zu geben und sagen, schau, dieses Gerüst dient dir zur Entscheidungsfindung in der ganz täglichen Entwicklungsarbeit, in der ganz täglichen Programmier- oder Modellierungsarbeit. Dafür ist das Ganze gut. Nicht für den Prozess, für Menschen. Und dann wird vielleicht auch klarer, wie so eine Softwarearchitektur aussehen muss und wie ich die dokumentieren muss und was überhaupt der eigene Anspruch ist. Weil Architekturergebnisse eben nicht die UML-Artefakte sind, sondern
Die Architekturergebnisse dienen zum Verständnis der verschiedenen Stakeholder. Das ist das wahre Ergebnis von Architekturarbeit, ein höheres Verständnis aller Projektbeteiligten. Das heißt, als Architekt, egal ob jetzt Vollzeitrolle oder verteilte Rolle, aber als Architekt habe ich Nutzer. Das, was ich baue, hat Anwender. Und diese Anwender sollte ich tunlichst im Kopf behalten, wenn ich an der Architektur arbeite. Also nicht, oh, unser Qualitätsdingensbummens schreibt mir vor, ich mal, sondern ich mache das für meine Projektkollegen. Weil die Projektkollegen aus dieser Architektur ja eben einen Teil der Anforderungen sehen und einen Teil ihrer Designlimitierungen, die Leitplanken, innerhalb derer sie sinnvoll eben ihre Designs und ihre Programmierungen durchführen können und sollen. Aber was heißt das jetzt konkret? Welche Teile der Softwarearchitektur brauche ich denn dann überhaupt? Naja, ich brauche alles aus der Softwarearchitektur, was zu einem Mehr an Verständnis führt. Das andere brauche ich meistens nicht. Was das jetzt für das einzelne Projekt bedeutet, kann ich nicht sagen. Das hängt vom Projekt ab. Ich kann nicht sagen, oh, ich brauche auf jeden Fall in jeder Embedded-Entwicklung ein Package-Diagramm oder ich muss auf jeden Fall ein was auch immer Diagramm. Nee, so einfach ist es nicht. Ich kann bestimmt dann sagen, oh, wir haben des Öfteren diese und jene Diagrammarten verwendet und es hat uns gut getan, aber verschiedene Organisationen arbeiten unterschiedlich und verschiedene Organisationen brauchen deswegen unterschiedliche Sichten auf die Architektur. Das ist auch vollkommen okay. Heißt aber auch, wenn ich jetzt konkret an der Softwarearchitektur arbeite, auf was passe ich denn da auf? Naja, wenn ich feststelle, ich habe ein Architekturbild, das sich außerhalb meines Prozesses befindet, das eigentlich so nicht vorgesehen ist, dann sollte ich vielleicht den Prozess anpassen. Man darf Prozesse anpassen. Das vergessen wir ganz oft alle, aber ein Prozess ist nichts Gottgegebenes. Man darf das anfassen und man darf auch sagen, war vielleicht, wie der Prozess geschrieben wurde, eine ganz gute Idee, lass uns das aber mal lieber jetzt anpassen, die Welt hat sich weitergedreht. Ist vollkommen okay. Und konkrete Architekturarbeiten brauchen eine konkrete Syntax. Das heißt, so hilfreich das bei der einzelnen Entscheidung ist, sich schnell in PowerPoint hinzusetzen und irgendwelche wilden Bildchen zu malen, tut mir leid, das ist keine Architekturarbeit, weil es keine richtige Syntax hat. Und wenn ich keine richtige Syntax habe, dann provoziere ich Missverständnisse. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Wenn wir jetzt alles, was wir bislang in den vorigen 20 Minuten gehört haben, aufschreiben, dann kann man sich Prinzipien für eine sinnvolle Softwarearchitektur überlegen. Es sind jetzt 9 Stück rausgekommen und die gehen wir jetzt mal kurz durch. Erstens, Softwarearchitektur existiert für Entwickler, nicht umgekehrt und nicht für den Prozess. Zweitens, ist eigentlich ein Lemma vom vorigen, Softwarearchitektur ist nie Selbstzweck. Den isolierten Softwarearchitekten, der irgendwo sitzt und was malt, was keinen interessiert, kann es eigentlich nicht geben. Darf es nicht geben. Drittens, Softwarearchitekturmodelle, die niemand braucht, können aufgegeben werden. Das ist zum dritten Mal ein ähnlicher Punkt, ist mir ganz wichtig. Bitte nicht für die Tonne malen. Bitte nicht. Viertens, für jedes Diagramm der Softwarearchitektur ist zu definieren, was sein Zweck ist. Das ist quasi die Beweislastumkehr. Nicht, ich mache es, weil ich für einen Prozess habe, sondern ich muss sagen, deswegen habe ich das. Fünftens, architekturartige Bilder sollten in die Softwarearchitektur einfließen und nicht wild und frei existieren. Das klingt jetzt harsch, weil eigentlich sagen wir noch immer, oh Mensch, darf sich jeder selber suchen, was er am besten braucht. Ja, ja, schon. Aber dann bitte mit entsprechendem Rückfluss in das Zusammenarbeitsmodell, was wir sinnvollerweise haben. Und das wiederum darf sich ja das Team selber definieren. Sechstens, Artefakte der Softwarearchitektur sind wie jedes andere Softwarearchitektur zu behandeln. Das steht aus einem großen Grund da. Denn das sehe ich ganz oft anders. Da haben die Projekte grandiose, wirklich toll gewartete
oder toll abgelegte Software, wie man das halt kennt, so mit einem Versionskontrollsystem und Baselining, und es ist alles super gemacht. Und er sagt, so, kann ich mal die Software-Editur? Ja, schicke ich dir kurz per E-Mail rüber. Nein. Software-Editur-Artefakte sind genauso zu behandeln wie jegliches andere Software-Artefakt, bitte. Weil Software-Edituren verändern sich und sind damit in denselben Konfigurationsmanagement-Prozess mit einzubeziehen, den Sie hoffentlich so auch betreiben. Siebtens, Artefakte der Software-Editur stehen allen Projektbeteiligten einfach und automatisiert zur Verfügung. Wow. Auch wieder, nicht, ich schicke dir das mal per E-Mail rüber. Nein. Wenn Sie ein Intranet haben, bitte automatisiert aus der Versionsverwaltung draus vielleicht Bildchen generieren und automatisiert, nicht manuell, automatisiert dort ablegen, dass man jederzeit immer einfach reingucken kann. Dass man sich auch nicht vielleicht den Enterprise Architect installieren muss, dass ich ein Software-Editor-Bildchen sehen kann, sondern einfach und automatisiert. Achtens, die Software-Architektur wird in allgemein verständlichen Notationen erfasst. Da habe ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil UML sollte zumindest in unserer Softwarewelt eine allgemein verständliche Notation sein. Das heißt aber auch, und jetzt komme ich zu neuntens, der Missbrauch von Modellierungskonstrukten führt zu Missverständnissen und ist somit ein Geschäftsrisiko. Weil nur weil ich in einem UML-Tool male, heißt das nicht, dass ich die UML-Konstrukte so verwende, wie sie eigentlich gedacht sind. Sehen wir auch des Öfteren. Da wird dann schon gemalt, aber in Diagrammtypen Sachen erfasst, die dafür nicht vorgesehen sind, mit den vollkommen falschen Symbolen. Und er sagt, ja, aber wir wissen ja, was wir meinen. Ja, jetzt schon. Wenn es in 5 Jahren einer aufmacht und für bare Münze nimmt, haben sie ein Problem. Und das ist, ich weise immer wieder darauf hin, wir müssen uns auch in der Entwicklung als einzelner Programmierer bewusst sein, was wir tun, ist ja nicht, wir klöppeln hier einfach lustig Software für uns selber, sondern wir wollen einen Geschäftswert erschaffen. Und wenn ich dabei rumfrickel, dann erzeuge ich aktiv ein Geschäftsrisiko. Das will von uns üblicherweise keiner, aber man muss sich es ab und zu bewusst machen. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Was tue ich jetzt als Projektleiter damit? Was tue ich als Systemarchitekt damit und was mache ich als Abteilungs- oder Divisionsleiter mit der Architekturarbeit? Naja, das muss man sich jetzt raussuchen, was ich damit mache. Ich muss über Architekturprinzipien sprechen, bitte liebe Leute. Einfach für euch selber, für Sie selber. Was bedeutet uns Architekturarbeit? Warum machen wir das? Mal gucken, was haben wir denn an Diagrammen? Braucht die tatsächlich jemand? Braucht die keiner? Was fehlt uns? Am besten die Leute fragen, die immer ganz gern an Entscheidungspunkten nochmal irgendwas im PowerPoint aufmalen, sagen, was fehlt dir denn? Die wieder einsammeln. Prozesse anpassen bitte. Oder, wenn man jetzt hier auf Abteilungs- und Divisionsleiter geht, das Mandat erteilen, Prozesse anzupassen. Die Leute haben oft Angst und sagen, oh, ich darf den Prozess ja nicht anpassen. Doch, bitte. Und wenn Sie die formale Macht haben, erteilen Sie das Mandat bitte. Und messen als Indikator der Zusammenarbeit, weil Architektur dient der Zusammenarbeit von Menschen. Und dazu dürfen Sie mich gerne ansprechen, jetzt oder auch später. Und das ist es. Ja, vielen Dank, Joachim. Ich denke, die Relevanz des Themas ist jetzt sehr schön klar geworden. Gibt es denn Fragen, Kommentare? Ja, hallo. Dankeschön, Joachim, für den tollen Vortrag. Bin bei vielen Punkten bei dir. Eine kleine Anmerkung hätte ich. Du hattest gesagt, dass es keine Vorschrift oder keine grundsätzliche Regel gibt, welche Darstellung oder welche Views man grundsätzlich immer verwenden sollte. Also in meiner Erfahrung nach hat sich so herausgestellt, dass es immer eines der allerwichtigsten Dinge sind, und das sollte man irgendwie präsentieren, ist die Kontextsicht des Systems. Mhm. Ja. Also ich habe schon erlebt Projekte, die sich nicht be-
bewusst darüber waren, in was für einer Umwelt, in was für einem Systemkontext sich ihre Software bewegt. Richtig. Und dann waren sie auf einmal ganz überrascht, dass sie 30 Schnittstellen nach außen hatten, weil sie sich vorher nicht über diese Situation Klarheit verschafft haben. Ja. Und der zweite Punkt ist, den ich noch anmerken wollte, also ich bin ja, wie du wahrscheinlich weißt, ein mega großer Fan von UML und auch SysML. Ich würde aber sagen, wenn das jetzt nicht unbedingt die Sprache der Wahl ist, dann sollte man, kann man auch seine eigene Notation reinbringen in so eine Architektur, ich nenne sie jetzt mal Dokumentation, aber dann sollte man nicht vergessen, die Notation zu erklären und die Syntax und die Semantik der dargestellten Symbole zu präzisieren. Vielen Dank, stimme ich zu. Die Systemgrenzen muss man irgendwo mal festlegen. Ich muss festlegen, was ist mein System, Begriff und wo ist die Grenze des Systems. Absolut. Zu dem Ding, man kann sich seine eigene Notation schaffen. Ja, kann man schon. Ich rate strikt davon ab. Weil das ufert ganz gern aus und dann, also da kann ich locker, da kann ich Personenjahre reinversenken, noch und nöcher. Bin aber keinen Millimeter weiter auf mein Ziel des zu liefernden Produktes hingekommen. Also da Vorsicht, geht theoretisch, ich rate den meisten Organisationen und Menschen davon, strikt davon ab. Gut. Ich habe mal eine Frage zur Umsetzung. Der Systemarchitekt macht die Diagramme von mir aus in UML. Jetzt habe ich aber in meiner Entwicklungstruppe nicht unbedingt gerade im Embedded-Bereich Informatiker sitzen, sondern Elektrotechniker, vielleicht Maschinenbauer. Die haben sich angewöhnt zu programmieren. Ich sage jetzt mal programmieren, sind aber keine Informatiker. Ja. Und da habe ich dann auch schon wieder ein Verständnisproblem, weil die vielleicht dann Dinge reininterpretieren, die so nicht drinstehen. Wie kann man dem letztendlich auch begegnen? Zwei Gedanken dazu. Ich kann entweder Aufklärungsarbeit betreiben, dass ich eine Notation nicht einfach jemanden hinknall und sage, das ist doch, kann doch jeder Mensch hier lesen. Das muss ich definitiv. Wenn ich UML verwende, also UML hat ja 30 Gazillionen Diagramme jetzt in den neueren Ausprägungen und SysML dann noch ein paar mehr mit 500 verschiedenen Konnektoren. Ich sollte vielleicht jetzt nicht den größten UML-SysML-Fan mit der Rolle des Architekten betrauen. Oder ihr ganz klar sagen, du kriegst keinen Bonus, wenn du alle syntaktischen Feinheiten verwendest. Sondern ganz bewusst sagen, ich verwende die Syntax so einfach wie möglich, so wenige Konnektoren wie überhaupt nötig. Das dazu, und ich muss natürlich auch kein UML-SysML verwenden. Ich habe in Projekten gearbeitet, da haben die das in Simulink gemacht. Ist jetzt nicht das Traum-Architektur-Tool, aber wenn halt alle Simulink sprechen, ja mein Gott, dann nimmt man halt das dazu. Das Wichtige ist ja nach wie vor Zergliederung, Schnittstellen. Das bleibt. Ja, einfach halten bitte, einfach halten. Okay, gut. Ja, wir sind auch schon durch mit der Zeit. Nochmal vielen Dank, Joachim, für den spannenden Vortrag.